Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wieder mit einer Destillation, aber wie ihr seht, mit etwas anderen Voraussetzungen. Ich habe hier zwei Schüsseln mit Kräutern vorbereitet. Wir werden heute nicht zwei Öle gleichzeitig destillieren, das haben wir ja schon gemacht, sondern zwei Destillationen hintereinander durchführen. Die Kräuter sind hier jeweils dasselbe. In jeder Schüssel befinden sich 100 Gramm getrockneter Oregano. Nachdem wir beim letzten Mal ja versucht haben, den Lavendel zu destillieren und in diesem Experiment gezeigt wurde, dass das ätherische Öl im Laufe der Destillation immer weniger wird, das heißt der Großteil des Öls schon am Anfang auftritt, möchte ich heute einen zweiten Versuch starten, der ebenfalls ein Vergleichstest sein wird. Es gibt nämlich hier Angaben zur Wassermenge, die sich sehr unterscheiden. Manche sagen, pro Kilogramm am Pflanzenmaterial, das man in die Destille packt, sollte man maximal einen Liter Wasser benötigen, das heißt ein Verhältnis von 1 zu 1 anstreben. Andere Aussagen wiederum beziehen sich darauf, dass sie sagen, es ist komplett egal, wie viel Pflanzenmaterial in der Destille ist, man soll immer mit möglichst gefülltem Kessel arbeiten. Und genau dieser Aussage möchten wir heute auf den Grund gehen. Gibt es eine optimale Wassermenge? Ist weniger mehr? Wer hat recht? Deswegen werde ich jetzt zwei Destillationen hintereinander durchführen, jeweils mit, wie gesagt, 100 Gramm am Pflanzenmaterial und einmal mit einer relativ geringen Wassermenge. Ich traue mich jetzt nicht ganz ans Extrem, das heißt, ich werde nicht mit 100 Milliliter Wasser destillieren, sondern hier wahrscheinlich um die 500 Milliliter zum Einsatz bringen. Zum einen, weil es sich um getrocknetes Pflanzenmaterial handelt, das heißt, es wird etwas von der Flüssigkeit aufsaugen und ich möchte auf jeden Fall verhindern, dass die Destille trocken läuft. Und zum anderen werden wir 200 Milliliter an Flüssigkeit durchdestillieren. Beim zweiten Durchgang, also mit der zweiten Schüssel, werde ich den Kessel vollfüllen, das heißt knapp 2 Liter an Wasser benutzen. Das Ergebnis werden wir in diesem Fläschchen hier auffangen. Das Nennvolumen eines jeden Fläschchens sind 100 Milliliter. Damit sind sie zwar nicht randvoll gefüllt, aber doch schon bis zum Hals. Wir werden also pro Durchgang etwa 200 Milliliter an Hydrolat und ätherischem Öl zusammenbekommen und können dann die Mengen direkt vergleichen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir können uns gleich an die Arbeit machen. Ich werde die erste Destillation einmal starten. Zwischendurch gibt es für euch ein paar Detailaufnahmen. Haben wir das Ergebnis des Versuchs. Auf der linken Seite die beiden Fläschchen aus der Destillation mit wenig Kesselinhalt. Wenig bedeutet hier etwa 500 Milliliter, gerechnet für 100 Gramm am Pflanzenmaterial. Auf der rechten Seite bei gefülltem Kessel, dieser fast knapp 2 Liter, das Pflanzenmaterial war hier ebenfalls 100 Gramm. Wir sehen auch hier wieder die Erkenntnisse vom letzten Mal bestätigt, und zwar, dass sich das ätherische Öl größtenteils schon zu Beginn der Destillation bildet. In der zweiten Fraktion, also den jeweils zweiten 100 Millilitern, ist eine weitaus dünnere Ölschicht erkennbar als in der ersten Fraktion. Gesamt lässt sich hier eindeutig ein Unterschied feststellen. Die Destillation mit mehr Wasser im Kessel hat zu einer höheren Ölausbeute geführt. Hier haben wir im direkten Vergleich die zweiten Fraktionen, also die zweiten 100 Milliliter einer jeden Destillation. Die Ölschicht hier ist unbedeutend unterschiedlich. Auf der rechten Seite etwas mehr als auf der linken. Das kann aber auch daran liegen, dass im linken Fläschchen auch im Flaschenhals sich etwas mehr Tröpfchen festgesetzt haben als in der rechten Flasche. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, diese beiden Mengen sind in etwa gleich auf. Hier erkennt man also im zeitlichen Verlauf der Destillation dann keinen Unterschied mehr. Den wirklichen Unterschied haben wir in der ersten Fraktion. In diesen beiden Fläschchen der ersten 100 Milliliter haben wir jetzt ganz klar erkennbar eine deutlich unterschiedlich ausgeprägte Ölschicht. Rechts weit mehr Öl als links. Ja, links kleben auch wieder ein paar Tröpfchen im Flaschenhals fest. Die machen aber jetzt nicht so viel aus, dass sie im Gesamtergebnis diesen Unterschied wieder kompensieren könnten.
Die rechte Flasche aus der Destillation mit vollem Kessel weist eindeutig eine höhere Ölausbeute aus. Woran das jetzt liegt? Ja, da bin ich selbst etwas überfragt. Im Grunde dürfte es ja eigentlich keinen Unterschied machen. Ich habe auch bei meinen vergangenen Destillationen immer wieder gesehen, dass eine größere Kesselfüllung zu einer höheren Ölausbeute geführt hat, konnte das aber noch nie so genau festmachen, weil ich keinen direkten Vergleich gemacht habe. Bisher hatte ich immer die unterschiedliche Ölausbeute an Unterschieden im Pflanzenmaterial festgemacht. Das ist beim heutigen Experiment definitiv nicht der Fall. Der Oregano kam aus derselben Großpackung. Ich habe mir hier extra eine größere Menge bestellt, um diesen und auch noch weitere folgende Tests durchzuführen und sicherzugehen, dass das Pflanzenmaterial hier diesmal keine Rolle spielt. Bei selbstgeernteten Pflanzen ist die Ölausbeute ja relativ variabel, da immer auch das Ganze von den Wachstumsbedingungen abhängt. Das war's dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, dieses Experiment hat auch für euch ein paar hilfreiche Erkenntnisse geliefert. Ich treffe für mich jetzt die Aussage, dass die Wassermenge im Kessel sehr wohl auch zum Teil einen Einfluss auf die Ausbeute hat. Mit gefülltem Kessel habe ich persönlich bessere Erfahrungen gemacht als mit halb leerem Kessel. Natürlich kann man hier jetzt keine handfesten Ableitungen daraus ziehen. Das Ganze war ein eigenständiges Experiment. Ich habe keine Kontrollversuche durchgeführt und die Datenmenge, 2 Destillationen, reicht natürlich auch bei Weitem nicht aus, um hier haltbare Schlüsse zu ziehen. Nehmt das Experiment also als das, was es ist, ein kleiner Versuch, der eine nette Spielerei war und vielleicht auch etwas über die Füllmenge im Kessel aussagen kann. Wenn ihr selbst auch Lust habt, würde ich mich freuen, wenn ihr dieses Experiment vielleicht mit euren eigenen Pflanzen auch einmal durchführen würdet und mir über eure Ergebnisse in den Kommentaren berichten könntet. Vielleicht kommen wir so dann auch zu einer etwas höheren Datenmenge und können daraus dann tatsächlich irgendwelche Schlüsse ziehen. Bleibt für heute nur noch, mich fürs Zusehen zu bedanken. Ich hoffe, dieses Experiment hat euch gefallen und ihr habt für euch selbst ein paar Erkenntnisse gewinnen können. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal.